Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Es geht los mit Spritzen. Und zwar haben wir jetzt das Zeug besorgt hier. Dieses Giftzeug hier von der Frau von der Dattelpalmenfarm. Das Zeug haben wir jetzt auch uns jetzt besorgt. Und jetzt werden wir damit mal arbeiten und alle Palmen, Dattelpalmen und die Kokosnüsse, die wir hier haben. Ich habe ja auch eine ganze Menge Kokospalmen hier angepflanzt und da geht der rote Palmenschnüffler, wie heißt das Ding da, auch ja dran. Und jetzt das Gift jetzt hier besorgt, eine neue Spritze besorgt hier. Wir haben noch eine alte hier da, aber die hat nicht mehr genug Druck drauf da. Habe ich schon die Pumpe jetzt gewechselt von einer anderen. Ah ja, jetzt hat er gar keinen Druck mehr drauf da. Auf jeden Fall, das Ding ist jetzt neu, jetzt können wir damit arbeiten. Und mit dem Gift jetzt hier, das muss ein ganz widerliches Zeug sein hier. Und da habe ich da beim letzten Video schon mal beschrieben, was das da jetzt genau ist. Und jetzt den Porn dann damit mal arbeiten. Und wir gucken uns das mal an hier. Was macht der Adolf wieder? Peinlich. Peinlich. Können wir nicht aufnehmen, peinlich. Dann wird es nicht mehr jugendfrei hier. Gut, also, kennst du das Mischungsverhältnis? Wie viel kommt da jetzt rein in dem Kasten hier? 15 Liter für... Man hat auch so da... 15 Liter, okay. Gleich mal gucken, wie Braun das macht. Okay? Gut. Ein widerlicher Kerl. Ein widerlicher Kerl. Ja, wir hatten es ja vom Thema Spritzen, ne? Also, aber wir wollen ja eigentlich hier mit Spritzen und nichts anderes dann da machen. Also nicht jetzt falsch verstehen, alles andere wäre jetzt hier missverständlich. Adolf, wir wollen heute Gift spritzen. Ein widerlicher Kerl. So, jetzt geht's los. Das Mischungsverhältnis hier hat so ein Becherle dabei. 20 Wasser, 20 Liter für 30 Milliliter. Für 30 Milliliter. Ja, aber wie müssen wir mehr, wie Gott, müssen Stong. Genau, mach ruhig ein bisschen strenger hier. Vorn hier vorschriftsmäßig mit zwei Masken, das ist schon mal sehr gut. Gummihandschuhe hat sie an. Pass auf mit dem scheiß Gift hier. Schutzbrille. Wie sich das hört hier. Jetzt hast du die Kappe rein. Mhm. Und wie holst du die jetzt wieder raus? Später, ne. Ah ja, okay, das geht natürlich auch. Dann müssen wir mischen, jawohl, mischen machen hier, mischen. Ah, stinkt schon, ne? Ich werde die Hunde, die packe ich rein jetzt, ne? Die Hunde kommen jetzt nicht mehr raus, die laufen jetzt nicht mehr. Jetzt fangen wir mal klein an hier. Da war aber ein kleiner Schuss drauf, du. Du warst aber sparsam. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Bist du damit nicht zu so geizig? Ja. Bist du damit nicht zu so geizig? Nein, nicht so viel. Schön rein ins das Herz rein hier. Ich würde viel mehr jetzt reinhauen hier von dem Zeug. Kostet doch nichts. Dann und her, die Frau ist so schnell hier da. Und wenn du noch mal richtig in das Herz noch mal jetzt reinmachst? Nein.
Das sieht schon nicht gut aus, ne? Ich habe noch eine ganze Reihe von. Das sind meine ganzen. Die habe ich gepflanzt 2018. 2019 gleich habe ich die jetzt gepflanzt hier. Da waren sie ganz klein, ne? Und das andere hier, das ist Salz, ne? Was da liegt, das ist Salz. Den ganzen Grundstücksgrenze hier. Die Frau wartet gar nicht auf mich da. Die wartet jetzt weg. Guck mal, jetzt ist sie weg. Kommt gar nicht hinterher. Schon wieder da, guck mal. Ha, ist die Frau schnell. Ja, Chef. Abstand halten hier von dem Zeug hier. Gut, der Schäfer tot. Der kommt ja raus, ne? Ich hoffe mal, wenn das Video jetzt eingestellt wird, dass der dann schon raus ist mit dem Trecker. Sei mal, da haben wir nicht so geizig vorn. Also wirklich auch oben rein dann, ne? In die Spitze hier, ne? Richtig schön voll machen, alle Seiten. Guck. Schön, 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 schön. Oder eine kleine Racke. Oh, das stinkt ganz schön, das Zeug. Oh, hier, stopp mal. Die kannst du auch machen. Ich hab schon gemacht. Hast du gemacht?
besser, ich mache das selber. Das haben wir wieder so halbherzig gemacht, dann da was. Mach es doch einmal und mach es einmal richtig. Echt wahr. So macht man das. Ja. Ja klar. Alles andere ist Kacke. Ja, dann die Wien kommen, da ist ja. Deswegen sage ich ja, warum kommt hier wieder keiner? Muss wieder alles selber machen. Es ist immer so. Wenn du es nicht selber machst, siehst du es ja wohl. Vorne macht auch einmal oben, einmal unten, dann ist gut. Und die Käfer sitzen weiter drin. Richtig machen, einmal richtig machen. Rein mit dem Zeug.
So macht man das vorne. Voll machen. Nicht so einmal und dann ist das gut. Das bringt nichts. Voll machen. Meine Bismarck. Da gehen die auch dran. Mal schön gespritzt jetzt hier, Klamotten gewechselt, geduscht, alles gewaschen jetzt hier und jetzt ist das Ding doch hier neu. Diese Pumpe da ist doch jetzt wirklich nagelneu, ne? Jetzt bist du am ersten Mal am Spritzen jetzt damit und schon wieder, also da, ne? Hier, an dem Stück hier, kommt wieder Flüssigkeit raus. Und das haben alle drei Pumpen, die ich habe. Ich habe von den Pumpen habe ich auch drei Stück da. Eine für Gift, eine für Vitamine und eine habe ich noch als Ersatz da. Und bei allen drei Pumpen, bei allen drei hast du hier das Problem, dass da wieder die Flüssigkeit raustritt dann. Da bin ich auch jedes Mal am Reparieren da und Gedichtung wieder machen da, ne? Es ist zum Kotzen. Das Ding ist nagelneu, ne? Naja gut, auf jeden Fall haben wir es jetzt da fertig gemacht. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob dann die Käfer denn da schon rauskommen. Komm, gucken wir mal. Ich sehe jetzt nichts, aber wenn ich so gucke da, ich den überhaupt hier noch retten kann, den hier. Der hat überall schon seine Löcher drin da und die müssen ja auch schon länger drin sein. Man, das ist alles schon. Ich sehe jetzt hier keine toten Käfer, die rausgekrabbelt seien oder was. Das sehe ich jetzt nicht hier. Gut, die zwei, aber die sind von dem hier. Vom Schütteln hier und vom Rausziehen. Ja, aber sonst sehe ich jetzt hier nicht, dass da irgendwelche toten Käfer liegen. Vielleicht sind alle schon wieder weggeflogen oder sind noch drin in dem Stamm und verenden dort. Ich weiß es nicht. Müsste man den wieder mal aufsägen oder was ist das denn hier? Oh, der ist tot. Oder was das war. Wollen wir nicht, dass hier alles so endet, so wie die hier, wa? Die Palme, nicht die Fahne. Die Palme, dass es nicht so endet hier. Mit meinen restlichen Palmen. So, das war's heute vom Giftspritzen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es jetzt da weitergeht. Ob die da jetzt verenden oder ob die Palmen verenden. Wir werden das jetzt verfolgen. Und ich habe alle jetzt fertig gemacht hier, ne? Also jetzt ringsrum. Alle jetzt gemacht, die Kokosnuss auch und die Palmen da. Ich habe nicht alle jetzt gezeigt, das wird ja dann viel zu lang dann da. Auf jeden Fall alles jetzt hier verspritzt von dem Zeug. Und dann würde ich sagen, immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand und tschüssle. Tschüssle.